Was geht, Leute? Euer Bangsound ist am Start und heute geht es weiter mit einer weiteren Folge von Let's Play Dead Island Riptide. Ja, als allererstes habe ich auch mal zu sagen, die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, die wird es nicht geben. Wir fangen jetzt gleich von hier aus an, nämlich aus dem Grund, sie hatte einfach absolut keinen Ton. Ich kann mir nicht erklären, wieso. Es ist aber so. Aber jo, ist aber auch kein Problem. Wir sind ja zum Glück noch nicht allzu weit. Was wir aber jetzt machen werden, Moment, wir werden treffen mit Einheimischen. Wir müssen jetzt zu Markus Villas Haus? Ja, zu Markus Villas Villa. Ja, alles klar. Gehen. Und ja, da mit ein paar Leuten quatschen müssen. Das werden wir auch machen. Ja, geil. Und da steht gleich der erste dicke Gegner, den lassen wir mal eben aus. Der ist einfach viel zu dumm. Ich habe keinen Bock, mich so anschreien zu lassen. Und da ist noch einer was. Nee, doch nicht. Das ist schon wieder so ein Dicker. Egal, dann holen wir mal eben noch einen Stab raus und dann wirst du auch umgebasht. Pisser, ey. Ja, du auch. Nice. Und das gab auch mal richtig schön viel EP. Aber jetzt wollen wir gleich weiter. Ich habe mir zum Glück gerade schon angeguckt, wo ich ungefähr lang laufen muss. Und ein bisschen was zum Grabben. Nice. Nämlich hier lang. Ja, was wollt ihr machen? Hä? Pisser. Oh, du wirst genutzt, ey. Oh, ich hasse Zombies. Sie schreien mich einfach die ganze Zeit nur an. Ja, ich höre dich doch keuchen. Dann machen wir dich auch gleich mal fertig. Und hier. Bam. Ja, das war mal ein Kopf. Das Spiel ist einfach so nice und richtig geil, Leute. Ich sehe euch. Und ich habe hier eine fette Clownwaffe in der Hand. Was willst du, Mann? Ja, nice. Und Kopf ist mal wieder weg. Richtig schön. So, wie wir das alle sehen wollen. Die Knete schnappe ich mir natürlich auch. Und na, ein bisschen Alkohol. Immer gut. Wie soll ich das Ganze hier nämlich überstehen, wenn ich mir hier nicht die Birne wegknalle? Ja, okay, du bist down. Ja, von dir ist auch nichts mehr zu erwarten. Und dort einmal nach oben. Scotty, beam uns hoch. So, da haben wir mal wieder eine Höhle. Ich bin aber der Meinung, ich muss nach rechts ausweichen. Ja, wir gehen jetzt hier schön nach rechts. Und nämlich zu dem Bungalow, ab an den Strand. Ja, hör auf, hier rumzuschreien. Oh Gott, sie sterben einfach nicht. Bleib mal am Boden, ey. Gib mir deine Knete. Oh Gott, nein. Ich werde hier sicherlich nicht meine Clownwaffe hinlegen. Aber einen Jimmy nehme ich mir noch mit. Einen Jimmy werde ich mir noch gönnen. What's this then? Na? Was passiert mit dir? Wir machen ihn fertig. Oh Gott. Also einzelne Zombies sind immer ganz okay, aber ich kann es gar nicht ab, wenn die zu 5, 6 auf mich zulaufen und mich anschreien. Na, jetzt hänge ich hier auch noch fest. Das wollen wir mal gar nicht. Go. Es geht weiter. Haben wir jetzt hier wieder eine Höhle? Nee, sieht aus, als wäre es nur ein Durchgang. Wer winkt doch da rum, oder?
Hör auf mich anzuschreien, Alter. Hör einfach auf mich anzuschreien. Ich will es doch einfach nur nicht. Na, was haben wir denn da? Eine dicke Wasserleiche? Ja, die werden wir mal nehmen und kaputt bremsen. Hör auf mich anzuspucken, Alter. Ja, genau. Gib mir die Knete, Alter. Hier mal. Boah, ich hasse Wasserleichen. Aber jetzt, wo ich mal ein paar Items habe, habt ihr nichts mehr zu sagen, wa? Pisser. Ich werde mal als erstes hier ein bisschen die Umgebung erkunden. Ich habe da zwar gesehen, dass da jemand rumwinkt, aber wenn ich hier schon hochhüpfen kann, dann werde ich das auch machen. Und bam! Was geht mit dir, Pisser, ey? Na, scheiß drauf, ihr Pisser. Ja, der sieht nicht mehr ganz so toll aus. Hier, ich habe hier nochmal eine Werkbank. Dann werde ich wohl als erstes mal gleich wieder meine Clownwaffe reparieren. Und meinen Messing-Schlagring. Vielleicht kann ich den sogar modifizieren. Leider nicht. Das ist ja schade. Der ist aber auch schon auf volle Power abgegradet. Ja, mal gucken, was uns da drinnen erwartet. Oh, komm schon. Ja, was denn sonst, wenn nicht so ein Pisser, ey? Na komm, komm. Boah, ich wette, wenn ich jetzt darauf erwische, sterbe ich. Und ich will nicht sterben. Ich will alles nur nicht sterben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist er hingelaufen? Ach, den Falschen getroffen. Boah. Glück, 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 Glück. Boah, und dich nehme ich auch noch. Pisser. Du standst im Weg, du Arschloch. Nur, wo sind jetzt meine Waffen? Ah, da einmal die Waffe. Und irgendwas habe ich doch noch geworfen. Wo ist sie hin? Sie kann doch nicht einfach verschwinden. Okay, den kann ich wohl doch nicht treffen. Eben alles hier einsammeln. Ah, geil. Geilo. Paul war so feverish, he was out of his head. It's like he didn't even know who I was. He attacked me and tried to bite me. I ran for help, but oh, it was insane. People were screaming and fighting and crying, and this little boy, he couldn't have been more than 10, leaped on me and tried to bite me. I pushed him away, and a grown man chopped off his head with a machete. Oh my god. What is happening here? Some said that the people who had lost their minds were dead. Dead! Like zombies. What? I went back. And I have no idea what happened to him. Ja, das gleiche Problem habe ich hier auch. Ich weiß auch nicht, was mit den... Ich habe auch keinen Plan, was mit den Leuten hier los ist. Sie scheinen alle tot zu sein, aber irgendwie, ja. Komischerweise nicht, aber ich kann mir gar nicht erklären, warum. Vielleicht liegt es daran, dass wir hier ein Game zocken, was mit Zombies zu tun hat. Ich werde wohl gleich erstmal ein Medikit drücken. Wo kommt... Oh, ich habe ihn zwar gehört, aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo war... Oh mein Gott, wo kam der auf einmal her, ey? Ey, du lebst immer noch, oder was? Geh doch einfach kaputt. So. Jetzt müssen wir da aber irgendwie rüber.
Haben wir hier irgendwo noch ein Boot? Ja, da hinten. Können wir schwimmen? The village here has been absolutely devastated. Wir können hier durch. Ja, kein Problem, dich retten wir. Sie blubbern schon wieder. Da gehen sie down, die Pisser. Ja, wie kann ich da hochkommen? Ah, da vorne sind Leitern. Geil. Alles klar, wir haben es gerade noch so geschafft. Wir haben jetzt, glaube ich, Stanley hieß er. Ja, wir haben Stanley gerettet. Nice. Moin, Dude. Was geht? I thought they had me. This is for you. It's not much, but it's everything I have. Ja, immer her damit, Leute. Immer her damit. Kniet oder? That's it. Ja, 2000 Bucks, geile Sache, ey. Und Alkohol, Alkohol nehmen wir immer. Du willst nicht lieber mitkommen, ey? Ich hab hier ein bisschen Panik, jetzt hier durchs Wasser zu warten. Komm mal lieber mit, ey. Naja, dann einfach rein ins Wasser, rüber und dann ab nach oben. Und zwar mal in ganz schneller Manier. So, ich müsste jetzt auch gleich das Haus erreicht haben, wo ich hin muss. Hier haben wir eine Werkbank. Ah, geil, wir haben ihn gefunden. If you're looking for Marcus, he's not here. I need to get something from his heart. It's very important. No one is coming in here. My brother is deathly ill. Do you understand? Ja. Come on, kid. Open the gate. I don't have time for this. We were fine until you people came here. Now look what you have done. What you have unleashed. You want my help? Then you will help my brother. Wie? Ich muss jetzt noch anderen Leuten helfen? Komisch. Und das in diesem Spiel hier. One minute he has a fever, the next he is hit with chills. He gets the shakes. You bring him some medicine and I will let you in. Ja, komm, wir bringen ihm some medicine. Suche das Heilmittel für einen der komm, Eingeborene, wir machen das. Once you bring the medicine, I'll open the gate. Ja, you will open the gate, komm. Hi, it's John. I'm gonna need some medical assistance. What's going on? Are you injured? Nah, I'm good. But I need to find out what's wrong with someone else, though. He's sick. Hold on, I'll get Dr. Hansen. Jetzt müssen wir hier warten, oder? I hear you need to help someone who's sick. But what's wrong with him? You need to walk me through this. The kid's got a fever, chills, and the shakes. Sounds like the beginning stages of malaria. My medical supplies were all lost in the monsoon. But you can treat him with Jesuit's bark from the cinchona tree. There's a grove of them on a hill near the destroyed road. Once you have the bark, tell him to chew on it. Okay, thanks. Jetzt müssen wir hier auch noch einen Baumliebhaber spielen oder was? Gut, wir haben jetzt gerade das Haus von Marcus Villa gefunden. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen Cut. Wir gucken uns eben noch an, wo die Quest hingeht. Ja. Mal eben nach hier vorne. Ich meine, ist ja gar nichts. Das macht aber nichts. Wir werden jetzt hier mal eben einen Cut machen, Leute. Wir sehen uns gleich. Haut rein.